Als nächstes hören wir Isabella Lübkes von den Piraten. Isabeau von den Piraten. Ja. Also erstmal sehr geehrtes Jugendlandtagspräsidium, sehr geehrte Abgeordnete und auch alle Zuschauerinnen. Ich freue mich, dass ihr noch alle da seid. Und also unsere Schule hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, einen allgemeinen Bildungsauftrag zu erfüllen. Wir als Schülerinnen und Schüler oder ehemalige Schülerinnen und Schüler haben oder verbringen noch einen Großteil unseres Tages in der Schule, wo uns eine Fülle an theoretischem Wissen vermittelt wird, welches natürlich wichtig ist, um später einen guten Einstieg in ein Berufsleben oder auch ins Studium zu finden. Der zweite Hauptteil unseres Alltags, also unseres Lebens, befasst sich dann aber eher mit Alltagsarbeiten. Und aus diesem Grund sollte die Schule uns auch auf diesem Gebiet unterstützen und uns auch dort in gewisser Weise vorbereiten. Da diese Alltagsvorbereitung doch ein recht komplexes und weit gefächertes Aufgabengebiet ist, sind wir dafür, dass man das nicht einfach nur einmal im Jahr im Rahmen einer Projektwoche regeln kann oder abhandeln kann, sondern das sind Sachen, die uns eigentlich vor allen Dingen Ernährung, Kochen, die uns jeden Tag angehen. Und deswegen sind wir dafür, also wir als Fraktion, dass ein eigenständiges Fach, wie es auch schon in manchen Bundesländern der Fall ist, halt eingeführt wird, welches an allen Schulen, regelmäßig in 90 Minuten die Woche unterrichtet werden sollte. Dann, um diesen neuen Aufgaben gerecht zu werden, haben wir auch ein paar inhaltliche Forderungen an dieses neue Fach. Zum einen natürlich, dass dieser Fachbereich Hauswirtschaft beinhaltet werden soll. Das heißt, dass die Schülerinnen und Schüler erstmal den richtigen Umgang mit Lebensmitteln lernen. Das heißt, was lagere ich wie, was hat welche Nährstoffe, wie lange sind Sachen überhaupt haltbar und was mache ich überhaupt, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Und dass man dann halt auch zusammen kocht. Dann ein weiterer Punkt wäre die allgemeine Haushaltsführung. Das heißt, was muss ich überhaupt alles machen und wie kann ich das dann auch mit meinen eigenen finanziellen Mitteln überhaupt bewältigen? Und dass schlussendlich auch kleinere handwerkliche Aufgaben mit einbezogen werden in dieses Fach Hauswirtschaft, dass man einfach kleine Sachen auch selbstständig erledigen kann. Ja, als zweiten Fachbereich würden wir dann gerne, wie schon im ursprünglichen Antrag halt festgehalten, gewisse bürokratische Aspekte mit einbringen. Das heißt, wie mache ich eine richtige Steuererklärung, einen einfachen Mietvertrag oder grundlegende Versicherung, aber auch einfach, wie mache ich richtig und sicher einfach einen grundlegenden Vertrag, weil Verträge begegnen uns immer wieder und dass man das einfach wirklich von klein, also klar nicht direkt von der fünften Klasse auf, aber dass man das halt Stückchen für Stückchen lernt. Und neben den ursprünglich angesetzten Inhalten sind wir als Fraktion auch dafür, dass weitere Teilbereiche mit aufgenommen werden, wie zum Beispiel dann die Sexualkunde. Jetzt nicht in dem Sinne, wie man es mal in der achten Klasse gemacht hat, sondern dass da auch eher um Problembewältigung geht, wenn man mal in eine unglückliche Situation geraten ist. Oder auch den Bereich Umgang mit Drogen, wie man damit am besten umgehen sollte, dass sowas auch noch mit aufgenommen wird. Vielen Dank. Ja, und bei solcher einer Fülle an Themen ist natürlich wichtig, dass das alles altersgerecht gestaffelt wird, dass man halt in den unteren Stufen erstmal halt mit Lebensmittelkunde, dem Kochen anfängt, dann die kleinen handwerklichen Sachen dazukommen und dann in den letzten Jahren wirklich dann halt diese komplizierten vertraglichen Aspekte hinzukommen. Und natürlich geht das auch alles nicht ohne ausgebildetes Personal. Das heißt, dass entweder Lehrer mit einer speziellen Hauswirtschaftsausbildung eingestellt werden oder bereits lehrende Lehrer durch Seminare und halt ausgearbeitetes Material unterstützt werden,
und dass halt auch zu gewissen Themen Experten hinzugezogen werden können, wenn es zum Beispiel um Steuererklärungen geht, dass man sich da wirklich auch Hilfe bei Fachstellen holt. Danke. Vielen Dank. Mir liegen mehrere Kurzinterventionen vor. Wir fangen an mit der von der SPD, und zwar Nils Paulsen, bitte. Bitte nur eine einloggen. Es sind zwei, drei, drei. Immer noch. Ja. Erste Frage, das ist eine ganz kleine Verständnisfrage nur, und zwar bei dem ersten Thema hattet ihr mehrere Anträge gestellt als Fraktion, die sich teilweise widersprochen haben. Dieses Mal sind das aber schon Anträge, die ihr im Prinzip zusammentragt. Nur kurz als Verständnisfrage, das war die erste Frage. Und das zweite thematische wäre, ihr wollt 90 Minuten Unterrichtszeit für diesen Fachbezug, diesen Unterricht pro Woche einführen. Wie stellt ihr euch das denn vor bei dem eh schon viel zu vollen und sehr, sehr stressigen, unter Druck setzenden Lehrplan, den wir eh schon haben, dort noch 90 Minuten wöchentlich einzuführen? Ja, also einmal denken wir halt, dass es wirklich ein wichtiger Aspekt ist, und wir hatten auch darüber diskutiert, ob wir nicht nur eine 45-Minuten-Stunde die Woche nehmen, aber sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es halt einfach, wenn man aufwendigere Sachen wie das Kochen halt richtig beibringen will, dass es einfach nicht ausreicht, dann eine Einzelstunde für zu beanspruchen. Was? Mein Mikrofon ist noch an. Die nächste Kurzinterventionen. Nein, alle aus. Die nächste Kurzintervention ist von der CDU, und zwar Robin Zürn, bitte. Dann möchte ich sagen, dass ich die gleiche Frage hatte wie der Kollege von der SPD. Also vielen Dank, dass du das schon mal beantwortet hast. Zum Zweiten würde mich interessieren, hast du ja davon gesprochen, dass auch gelehrt werden soll, wie man mit Problemchen umgeht. Also in eurem Antrag steht was von ungewollte Schwangerschaft etc. Ja. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoller, das andersrum zu gestalten und da präventiv aktiv zu werden und den Kindern vorher zu erklären, was sie nicht machen sollen, statt den hinterher zu erklären, was sie dann tun sollten? Also uns geht es nicht darum, dass, wenn wir dieses Problem schon haben, dass wir dann erst darüber reden. Natürlich geht es also auch um die sichere Verhütung, aber halt auch, dass, wenn es mal zu so einem Fall kommen konnte, klar kann das auch bei sicherer Verhütung passieren. Das lässt sich nicht abstreiten. Und gerade deswegen, oder auch wenn Freunde solche Probleme haben, sollte man darauf eingehen, dass es halt auch Möglichkeiten gibt, um halt, wenn man wirklich dieses Problem hat, dass man da Hilfe bekommt. Also man kann das ja nicht einfach abtun. Die nächste Kurzintervention ist von den Grünen, und zwar Davachi Asli, bitte. Also ich wollte nur sagen, dass es zwar schön und gut ist, dass das Lernen, aber die Lehrkräfte kosten auch sehr viel Geld, und auf die Schulungen wieder machen würden, sinnvoll wäre. Und zu dem Sexualkunde- und Drogenproblem, es gibt ja auf jeder Schule Beratungslehrer, und jede Klasse, oder die haben auch Berater, die nur ein paar Stufen über denen sind. Ich finde, das könnten die auch übernehmen. Ich meine, das kostet ja auch kein Geld, wollte ich nur sagen. Und zu den 90 Minuten, ich finde, vielleicht hätten die Schüler auch nach einer Zeit einfach keine Lust mehr. Ich meine, vielleicht ist es interessant, aber das wären wahrscheinlich die letzten Stunden, die unterrichten würden. Und das wäre ja dann wieder unnötig. Also ich würde es sehr lästig empfinden für die letzten Stunden. Das würde sich lohnen. Ja, also klar, wir haben uns jetzt nur innerhalb dieser kurzen Zeit unsere Gedanken dazu gemacht und haben jetzt noch keinen detaillierten Lehrplan oder so ausgerechnet. Aber von unseren ersten Ideen her war das für uns jetzt erstmal so das sinnvollste Konzept. Und klar, da werden sich vielleicht auch Fehler finden, aber halt in der Kürze war das jetzt erstmal für uns so, dass wir das mit 90 Minuten halt die Zeit beanspruchen und dass wir halt auch gerne diese Themen durch ihren starken Alltagsbezug damit reinnehmen möchten. Die nächste Kurzintervention ist von der FDP, und zwar Katja Ebbinghaus, bitte. So, ich habe zwei Fragen. Und einmal, die erste Frage ist, ihr wollt das ja als eigenes Fach machen. Und mich würde gerne mal interessieren, wie die Benotung dann aussehen soll, wie dieses Fach bewertet werden soll.
Und als zweites habe ich eine Frage, und zwar auf dem Gymnasium. Kann man das dann in die Oberstufe wählen als Leistungskurs oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Dankeschön. Moment. Also in Bezug auf die Benotung möchte ich jetzt noch gar nicht so viel wegnehmen, weil das unsere zweite Rednerin gleich noch erklären wird. Also würde ich dich bitten, da noch ein bisschen Geduld zu haben, bis gleich die zweite Rede kommt. Und wir haben das jetzt erstmal noch nicht geplant, dass man das als Leistungskurs wählen kann, aber dass es auch bis dann zur 12. Klasse weitergeführt werden kann. Ja, wir haben, also ich möchte das jetzt nicht vorwegnehmen mit der Benotung, da, aber es würde wahrscheinlich, also man kann es weiter wählen, aber ob es wirklich dann in die endliche Abi-Note mit einfließt, das haben wir jetzt noch nicht besprochen.